Auf dem jüngsten Parteitag von Sarah Wagenknecht wurde auch etwas Neues bekannt. Michael Lüders soll für das BSW ins Europaparlament einziehen. Und ihr seht ihn hier, er wird gleich eine Rede halten. Bevor wir uns die anschauen, möchte ich euch noch was zeigen. Michael Lüders, verdammt, was habe ich denn jetzt gemacht? Hier ist es. Michael Lüders ist mit, vielleicht seht ihr es hier in der Mitte des Bildes, auf Listenplatz 9 mit 98,64% ins gewählt worden. Also von 368 abgegebenen Stimmen waren es 364 Ja-Stimmen. Also der Mann hat wirklich eine krasse Unterstützung. Inwieweit die gerechtfertigt ist, obwohl ich glaube, ich kann sagen, Michael Lüders ist einer der besten außenpolitischen Analysten, den wir in Deutschland haben. Ich war heute so wirklich erfreut, als ich gesehen habe, dass der fürs BSW antreten wird. Das ist ein großer personeller Gewinn. Und ich bin auch wirklich gespannt, wie das aussehen wird, sollte er ins Europaparlament einziehen. Das BSW müsste so zwischen 9 und 10% dafür bekommen bei den Wahlen, was durchaus ein realistischer Wert ist, damit Michael Lüders ins Europaparlament einzieht. Also schauen wir uns jetzt erstmal seine Rede an. Hallöchen, hallo. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich habe in den letzten Jahren viel gesessen, Bücher geschrieben, immer ein bisschen misstrauisch gegenüber den offiziellen Verlautbarungen von Politik. Jetzt aber, nachdem ich so viel gesessen habe, wird es Zeit, sich zu bewegen, einer Bewegung beizutreten, die das Richtige will. Ich glaube, dass wir alle, die wir uns hier heute versammeln, gemeinsam spüren mit wahrscheinlich nach Millionen zählenden Menschen, dass dieses Land dringend einen Aufbruch braucht. Vieles ist inhaltlich schon gesagt worden. Ich kann ihm nur zustimmen, will das nicht alles wiederholen. Aber es ist doch völlig klar, dass dieser Weg, den die Ampel geht, so nicht weitergeführt werden kann. Die Wirtschaft befindet sich in einem Zustand der Deindustrialisierung. Die Politik hat keine Antworten auf die großen Fragen dieser Zeit, nicht allein Krieg und Frieden, sondern auch mit Blick auf die Frage, wohin die Gesellschaft in Deutschland eigentlich gehen soll. Die politischen Entscheider wie auch ihre medialen Lautsprecher verlieren sich vielfach in Nebensächlichkeiten. Gesellschaftliche Diskurse finden kaum noch statt. Stattdessen ein überwiegend seichtes Geplauder, meist gleichgesinnter Köpfe in weichgespülten Talkshows. Das hat er schön auf den Punkt gebracht. Ja, apropos Talkshows, wieso wird Michael Lüders da eigentlich neuerdings nicht mehr eingeladen? Ich habe gesehen, zum Nahostkonflikt, da gab es ein ganz kurzes Interview mit Phoenix, wo er wirklich unglaublich richtig viele kritische Dinge untergebracht hat. Und danach haben die Öffentlich-Rechtlichen ihn irgendwie nicht mehr eingeladen, obwohl Nahosten ja eigentlich sein Leib- und Magenthema ist. Was fehlt, sind neue Ideen, allen voran natürlich Vernunft und Gerechtigkeit. Ich denke, dass der Parteiname wirklich gut gewählt ist, denn beides fehlt hierzulande. Wer denn in den Reihen in der Regierung oder in der Opposition der bisherigen interessiert sich noch für Gerechtigkeit? Die soziale Spaltung der Gesellschaft schreitet voran. Das sehen wir nicht zuletzt an den Wahlerfolgen der AfD. Vernunft, wer dieses Wort ernst nimmt, der hat doch in der Regierung, in der Opposition, wie wir sie kennen, wenig verloren. Stattdessen erleben wir Ideologie auf breiter Front, Stichwort Heizungsgesetz. Und was eigentlich fällt der Ampel ein, sollte der nächste US-Präsident tatsächlich Donald Trump heißen? Die dankbar angenommene Rolle einer dienenden Führung, als welche es einmal ein bekannter Kinderbuchautor bezeichnet hat, im Windschatten Washingtons, dürfte sich bitter rächen. Welche außenpolitischen Optionen hat denn Berlin noch? Mit Russland wollen wir nicht mehr, mit China nach Möglichkeit auch nicht. Und den Rest der Welt belehrt unsere Außenministerin mit Moral. Ob Krieg in der Ukraine oder Krieg im Nahen Osten, Säbelrasseln dominiert die politische Bühne in Berlin. Diplomatie ist fast schon zu einem Schimpfwort geworden. Ich kandidiere, weil ich das BSW-Programm für richtig halte und gemeinsam mit Gleichgesinnten in den Reihen einer starken Partei meinen Beitrag leisten möchte zur Überwindung von Stagnation und Krise. Getragen von jenem Willen, der uns allen zu eigen ist, Deutschland positiv zu verändern. Wer nicht wir, sollte den nötigen Wandel mit Substanz und sozialem Gewissen gestalten. Vielen Dank. Der Mann kann ja nicht nur gute Videos machen und Bücher schreiben, der kann auch
vernünftige Reden schreiben. Also das war ja ein bisschen pointierter, was man, als das, was man sonst aus seinem Kanal kennt. Da hat er natürlich viel mehr Zeit. Also die Analysen sind dann eine Dreiviertelstunde, eine Stunde lang. Das hier war eine kurze Parteitagsrede. Naja, was soll ich sagen? Basiert. Wie gesagt, wenn das BSW auf ungefähr 10% kommt, dann kommt Michael Lüders sicher nach Europa. Dann haben wir Michael Lüders im Europaparlament. Also denkt beim nächsten Europawahl dran, alle BSW wählen, wenn ihr Michael Lüders im Europaparlament haben wollt.